Schockierende Bilder aus Dresden. Ein Mann steht auf dem Balkon seiner brennenden Wohnung. Die Flammen schlagen Meter hoch. Aus diesem Feuer ist er samt Bettgestell auf den Balkon geflüchtet, denn er ist mit Handschellen an das Bett gefesselt, die Lage lebensbedrohlich. In diese Situation soll ihn seine Freundin Nancy N. gebracht haben. Gegen die 19-Jährige wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Der Fall hat sich bereits Mitte November zugetragen. Erst jetzt ist dieses schockierende Video aufgetaucht. Deutlich ist zu sehen, wie der 25-jährige Karl verzweifelt und voller Panik nach einem Ausweg sucht. Seine offenbar einzige Fluchtmöglichkeit, um zu überleben, samt Bettgestell auf einen vorgebauten Balkon eine Etage tiefer zu klettern. Die ersten Latten des Lattenrosts stehen bereits in Flammen. Offenbar ist dieser Vorfall nicht der erste dramatische Beziehungsvorfall. Eine Nachbarin sagt aus, dass der Mann auch zuvor schon einmal einen Kopfverband getragen habe, angeblich wegen einer schweren Brandverletzung. Mit Nancy N. soll der Mann ein gemeinsames Kind und beide auch wieder in der Wohnung aufgenommen haben. Doch auch Wochen nach dem Vorfall sind zahlreiche Fragen zu klären. Warum ließ der Mann sich mit Handschellen ans Bett fixieren? Ob aus sexueller Vorliebe oder ob die Frau den Mann am Verlassen der Wohnung hindern wollte, unklar. Die Ermittlungen dauern an.